soll man Recht und Unrecht als ethische Fragen betrachten. Das ist das Problem. Marcuse sagt, Hegels Philosophie des Rechts ordnet Unrecht keiner moralischen Kategorie zu. Willensfreiheit verursacht zwangsläufig Unrecht. Das steht bei Marx. Blinde Anarchie des Kapitalismus. Du musst dazu bereit sein, Recht und Unrecht neu zu überdenken, weil im Grunde sind das ja nur Begriffe, die einen furchtbaren Kampf ausdrücken, Teile einer Gleichung, einer Dialekt. Elképesztő lány mi? Marcuse sagt, Hegels Sejtel, nem sincs miről beszél. Historischen Kräfte zu verstehen, die außerhalb unseres Selbst. Seid ihr beide Meinhof, Rodami-Fraktion oder was? Mindestens. Du liest nicht viel, hm? Ich habe keine Zeit. Was machst du so? Ich arbeite für einige Amis. Reiche Amis, stimmt? Yvonne, ich glaube, Evner will mit dir ins Bett gehen. Hiányoztál. Régen imádtuk egymást. Az jó régen volt. A középiskolában. Das sind 60.000 Dollar. Van néhány ember, akiket meg kell keresnem az amerikai barátaimnak. Add vissza a pénzt, Ivan. 150.000. 100.000. Készpénz. 100.000 dollár. Nem ismeritek azokat, akiket keresek. Biztos? Biztos. De talán ismersz olyat, aki igen. Tehát amerikaiaknak dolgozol. Igen. Nézd. James Madison. Ő amerikai. Majd kérdezősködünk.